Moin Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Online-Battle in Total War Attila. Und ja Leute, ich glaube, das ist das erste generelle Online-Battle in Attila. Und ja, wir spielen mit der netten Age of Charlemagne-Version gegen einen netten anderen Menschen. Ich weiß leider nicht, wie er gerade heißt. Es ist ein Random-Spieler. Und ja, wir werden das Königreich der Langobarden spielen und Cordoba zurücktreiben. Hiermit kämpfen wir nun als vereinigte Christen gegen die Herrschaft der Muslime, die versuchen, Italien zu erobern. Das ist jetzt der geschichtliche Hintergrund. Und ja, wir versuchen es zu verteidigen. Deus Vult, sage ich dazu. Es ist zwar erst das Jahr 769, aber die Kreuzzüge, die kommen schon früh genug. Aber Leute, ja. Manche wundern sich, hä, Attila? Ja. Wie kam es dazu? Ich habe jetzt mir gedacht, die Online-Battles generell werden jetzt verschiedene Spiele beinhalten. Weil ihr danach gefragt habt, habe ich mir gedacht, komm, kann man machen. Ist eigentlich eine geile Idee. Und ein bisschen Zuschauer hier kann man ja immer haben. Ja gut, das klingt jetzt doof. Ja, was heißt das? Ich werde jetzt bei meinen Online-Battles immer Rome, Attila und Warhammer hochladen. Ich habe mich mit Warhammer wieder angefreundet. Yep. Der deutsche YouTuber, der das Spiel am meisten verachtet hat, legt es als erster wieder hoch. Was bedeutet das? Ja, ich bin einfach nur ein riesiger Fantasy-Fan und das heißt, es muss kommen. Aber Leute, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diese Schlacht. Eure Meinung dazu könnt ihr auch gerne sagen. Weitere Total Wars weiß ich noch nicht. Ich bin nicht so der große Fan von Napoleon und den ganzen anderen Spielen. Deswegen, ja, müsste ich da mal gucken. Aber auf Attila, Rome und Warhammer hätte ich an sich Bock. Gut. Wir stellen jetzt unsere Männer auf. Generell, oh, wir haben einen Schwertkämpfer-Trupp zu viel genommen. Wir haben eine nette Linie von 3 Bogenschützen dabei. Unterstützt werden die von 4 normalen Schwertkämpfern, die ja ein bisschen schlechter sind, deswegen erstmal in den Schildwall gehen. Flankiert werden diese von netten, wie heißen die nochmal? Gasthalt-Schwertkämpfer. Das sind sehr gute Schwertkämpfer. Und die werden wir... Warte, die sollen nicht in dem Block sein. Die werden wir etwas breiter so daneben aufstellen. Damit die noch chargen können. Falls sie nicht chargen sollen, haben sie, weil sie etwas weit nach hinten versetzt stehen, immer noch die Gelegenheit, doch nicht zu chargen. Gut. Und an sich versuchen wir jetzt, über die Flanke zu kommen. An sich halten wir hier noch nette Billigspeerkämpfer als Reserve. Wobei, nee, die Elite-Speere halten wir als Reserve. So, wir haben eine nette Elite-Speere, die halten wir als Reserve. Die sollen einfach nur gucken, wo wir Hilfe brauchen und dann da helfen. Mehr machen die nicht. Und ansonsten passt das mit denen auch. Mein Jen wird einfach hier in der Mitte stehen und das ganze Schlachtfeld überblicken. Gut, und jetzt kommen wir zu der Flanke. An der Flanke haben wir was Tolles. Wir haben normale Speere. Dann nehmen wir die netten Axtkämpfer, dann die... Oh. Gut, und die Keulenkämpfer. Wir versuchen, die Keulenkämpfer frontal reinzujagen. Dann werden wir mit Axtkämpfer drücken gehen und die Speere halten einfach nur die gegnerische Kavallerie auf. Wir haben an sich noch sehr, sehr gute eigene Kavallerie, sehr schwere Nahkampfkavallerie mit Schwertern. Die ist schlecht gegen andere Kavalleristen, aber verdammt gut gegen Infanterie. Und da müssen wir versuchen, drauf zu spielen, dass wir das auch hinbekommen. Ein paar Sekündchen haben wir noch. So, nein, du gehst in die 5. Gut. Ihr seid in die 6 und dann passt das eigentlich. Und ich würde sagen, wir können eigentlich schon direkt starten. An sich werde ich die Kampf so aufstellen, als würde ich vortäuschen, dass ich einen Kavalleriekampf anfange. Aber das mache ich nicht. Welcher Trupp geht dahin? Du? Warum geht ihr so weit nach vorne? Wo ist der Sinn? Bleib doch mal ruhig. So, was spielt er denn? Er spielt an sich auch Schwertkampf, oder? Ja. Yep. Oder? Oder? Ist es wichtig, aber er spielt Sperrkampf. Er spielt Sperrkampf. Und was spielt er als Linie? Berberkrieger plus andalische Krieger. Mehr spielt er anscheinend nicht. Verdammt viel Kaff, kombiniert mit ein bisschen Infanterie. Gut, da muss ich aufpassen. Gut, dass wir diese Elite-Speere hinten haben. Unsere netten Wachen. Die werden sehr, sehr viel Arbeit leisten müssen in diesem Spiel. Das wird sehr, sehr gefährlich. Warum werden die Speerkämpfer immer so nach vorne verschoben? Ah, die haben die 6 drin. Dieses komische... Ah. Ja, es tut mir leid. Man muss immer Steuerung G drücken, damit die nicht die, die Kette so drin haben. Was tut ihr da? Was tut er da? Haut ab. Nein, langziehen. Dann geht's schneller. Komm nach vorne. Sandwicht sie. Schnappt sie euch? Was tut er da? Aufstellen, nicht schießen. Was tut er da? Ich verstehe es nicht ganz. Rückzug.
Gut, nach vorne mit Feuer fallen. Feuert, wie ihr wollt. Was war das denn bitte? Enger zusammen. Wir müssen deutlich enger spielen. Boah, was war das? Er hat meine Billigschwertkämpfer getötet, aber sonst gar nichts. Dafür hat er extreme Verluste bei seiner Kaffee erlitten eigentlich. Ich habe fast genauso viele Männer getötet, glaube ich. Und dabei habe ich nur Billigschwerter verloren. Und er hat gute Kaff. Na gut. Na, gehen wir zurück. Er spielt lose Formation Bogenschützen. Gut, lassen wir nochmal nach vorne kommen. Gegen seine Bogenschützen verliere ich das Duell, weil ich gerade nicht in loser Formation bin. Aber ich hoffe, er will mit seiner Kaff wieder punkten. Haben seine Bogenschützen mehr Reichweite? Hervorragend, die haben eine gute Rüstung. Gar nicht gut. Was haben die denn für eine Rüstung? 46er, was? Die tragen Kettenhemden? Fuck, da kann ich nicht gegen gewinnen mit meinem Bogenschützen. Never ever kann ich den Schützenkampf gewinnen. Alter, nach vorne. Ihr haltet weiter in den Schildwall. Oh, die haben gar keinen Schildwall mehr drin. Ja gut, dann haben sie jetzt erstmal keinen drin. Okay, okay. Rein da. Ihr kreist so ein. Ihr kommt hier lang. Oh, fuck. Stopp. Stopp! Keiner feuert ohne mein Kommando. Jagen, jagen, jagen. Ihr seid zwar nur Schwertkavallerie, aber das kriegt ihr locker hin. Rein da. Die guten Schwertkämpfer kommen zurück. Gut. Rein, 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 meine Männer. Äxte und Keulen sind zwar nicht das allerbeste gegen die, aber meine Schwertkraft braucht Unterstützung. Und jetzt kommen die Wachen noch rein. Nach vorne mit euch. Also das ist kein guter Trade, den er hier macht. Das ist gar kein guter Trade. Für alle, die das nicht verstehen, ist, er tauscht ja in gewissermaßen Lebenspunkte seiner Kavallerie gegen halt Männer, also Lebenspunkte von mir ein. Und das, was er da tut, lohnt sich gar nicht für ihn. Gut, Kaffee da außen rumlaufen lassen. Wir wollen die Speere. Rein da. Die haben keinen Bock mehr zu kämpfen, kann ich mir fast schon vorstellen. Wisst ihr was, wir gehen hier aggressiv vor. Nur will ich die Kaffer, die verdammt teuer waren, hier außen rumschicken. Gut, rennt mal ein bisschen. Du gehst eher auf die linke Flanke. So, du rennst aggressiv nach vorne, du nette Sperrenheld. Ihr stellt euch einfach nur dahin. Mit Wachen dahinter. Gut, er konzentriert sich auf einzelne Trupps. Das ist halt so. Ich erschieße, glaube ich, gleich meine eigenen Männer. Das gefällt mir nicht. Gut, ich wäre dafür, wir rennen da einfach mal rein. So, da hat er keine Kraft mehr. Selbst ein Gen kann sich jetzt nicht einfach mehr reinwagen. Da er den, glaube ich, nicht riskieren möchte. So, geht mal nach vorne. So, Angriff. Du gehst da lang. Gut, jagen wir dem mal Keulen rein. Warte, billige Speere brauchen wir hier. Angriff! Er hätte einfach ein Schildwall aktivieren können. Das wäre 10-mal effektiver gewesen. Genauso wie er es hier macht. Das bringt viel mehr. Lassen wir ihn machen. Du kannst rennen. Da habe ich nichts gegen. Gut, auf der linken Flanke hat er noch relativ viel Kraft. Dann hätten wir unseren Gen mal bereit. Ist ja leider auch Schwertkraft. Das ist nicht das allerbeste jetzt. Gut, du hältst dich hier als Reserve bereit. Du gehst da lang. Lassen wir sie mit seinem Gen reingehen. Schwerter geht raus. Gut, ich habe zwar nur Schwertkaff, aber glaub mir, du wirst deine gerichtete Strafe schon bekommen. Du gehst mal da rein und ihr geht doch da rein. Gut, ihr geht mal da in den Rücken. Meine Kaff leidet gerade des Todes. Das ist aber alles würfelt, solange sein Gen stirbt. Weil der Gen in Attila, wenn der stirbt, dann ist halt die Schlacht vorbei. Gut, du kannst mal da weitergehen. Ja gut, hauen die einen Speere ab, kommen die nächsten. Gut, du könntest hier durch die Lücke gehen. Da ballern wir gerade schön in die Flanke. Ja, hier möchte er meinen Rücken. Das beenden wir doch mal. So, hier lang. Na, blockförmig laufen, dann lauft ihr schneller.
Immer, Leute, wenn ihr zum Beispiel Kurven lauft oder halt Wendemanöver macht, immer im Quadrat laufen, dann bewegen sich eure Truppen schneller. Also die machen dann schneller die Kreisbewegung. Perfekt. Sein Jen ist tot. Das hilft doch mal sehr gut. Du schaust mal lieber deinen Rücken, du Kavallerie-Einheit. Töten die auch mal was? Ja, nehmen wir die Infanterie dafür. Ihr kriegt ja gar nichts geschissen. Töte lieber die da. Hab den Rücken. So, Charge verbessern, den brauchen wir jetzt. Die nette Charge-Verbesserung. So, hier weiterlaufen. Ihr dient hier als Reserve. Ich denke, wir haben eine sehr gute Kombo-Einheit mitgebracht. Da geht seine Moral flöten, weil sein Gen tot ist. Ihr geht jetzt hier rein. Angriff, meine Gastalt-Schwertkämpfer! Geht mal da rein. Ihr folgt. Ihr greift von der Seite an. Die zeigen euch den Rücken. Das ist doch perfekt für Herber, ne? Mit Echsen. Gut, der Gen geht jetzt hier raus. Obwohl rausziehen nie eine schlaue Idee ist. Machen wir das jetzt mal. Also ein Atlas ist auf jeden Fall keine schlaue Idee. Da wird man immer für bestraft. Gut, wir brauchen die Äxte hier im Rücken. Okay, stopp. Hier geht mal näher ran. Raus da. Gut, die werden jetzt schön weggemoscht. Ja, er hat halt echt den Vorteil gehabt, dass er den Schild vergangen ist, weil ich aggressiv spielen musste. Er hat halt die besseren Schützen gehabt. So, danach geht ihr rein. Gut, ab in den Rücken dieser Speere. Zeigen wir dir mal, wie stark Kavallerie in Attila ist. Klatsch. Oder werden sie alle umgebracht. Und rein da. Hier gehen wir mit den Echsen rein. Das sollte einer seiner letzten Einheiten gewesen sein. Und zack, die an Andalusian Krieger haben keine Chance mehr. Oh, dummer Scipion, Leute. Oh, er schreibt mich wieder an. Immer dieser Scipion, der einen anschreibt, Leute. So, ihr stellt euch hier auf und klatsch, gehen wir ihm da nochmal in den Rücken. Hör mal, die wollen da echt nicht sterben, ne? Versuchen wir mal, die Bogenschützen etwas Effektivität zeigen zu lassen. Indem wir da mal reingehen mit denen. Na komm, machen wir mal Platz. Ah, schade, er ist gebrochen. Gut. Das war doch schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Battle das war. Ich glaube, das war wirklich das erste. Sprechen wir es als das einfach mal ab. Und ja. Was sehen wir, Leute? Er hat auf Qualität gespielt. Vor allem bei den Bogenschützen muss er... Boah, ich weiß gar nicht, wie viel er dafür bezahlt hat. Der hat auf sehr gute Kaffe anscheinend gesetzt. Und er hat eigentlich nur die Kills mit seinen Schwertkämpfern gemacht. Ich meine, die Bogenschützen haben auch gut getötet. Wenn man die mit meinen vergleicht, die haben 5, 8, 4. Dann ist das nicht sehr gut, aber... Ich würde sagen, jeder eine von mir hat ihren Job getan. Die Kavallerie hat, obwohl sie gegen Speerkavallerie kämpfen musste, verdammt gute Kills gemacht. Und selbst mein Gen, 419 Kills. Und das nur, weil ich ihn eine längere Zeit zurückgehalten habe. Das war eine sehr, sehr schöne Schlacht. Ich hoffe ansonsten, Leute, dass euch die Schlacht wie immer gefallen hat. Und man sieht sich wie immer beim nächsten Mal. Ciao, Leute.